Recht still ist bei aus im Flecke. Kein Grumhex springt übern Stecke. Kein Guckuck sieht man weit und breit. Die Fasen fällt aus, es tut alle Leute. Das Virus will sie ausrotten und haben Fasen nicht aus, verboten. Kein Rathaussturm, kein Narretanz, kein Sektempfang, kein Hefegrenz. Es geht kein Leberkäse wecken, et vom Metzger, et vom Bäcker. Der Josef und seine Gucke können et im Rathaus jucken. Wir nehmen es an, was soll man da? Oder fliegen wir geschwind auf den Mo? Mal gucken, ob's dort fast nicht geht und auch ein paar verrückte Leute. Der Friedel geht's et aus dem Sinn, hocke deprimiert a Amtsstub drin. In dem Jahr soll's keine Fasnet nicht gehen. Das finden sie überhaupt nicht schön. Kein Guckuck schreit jetzt, aber au! Der Friedel ist ums Herz ganz flau. Kein Grumhex springt übern Stecke. Es geht keine Fasnet nicht bei aus im Flecke. Ja, mit dem Gedichtle begrüße ich euch, liebe Zuschauer von Promigeflüster, zu unserem Promigeflüster-Spezial. Die nächsten Wochen, ihr habt es ja schon vernommen, gibt es bei uns hier Fasnet. Wir stellen Vereine vor, Zünfte vor in der Region. Und das, glaube ich, kommt ganz gut an. Wie ich schon letzte Woche gesehen habe, war der Zuspruch ganz enorm. Und heute, dieses Wochenende, bin ich in der Region geblieben. Wie gesagt, gestern die Betzinger Krautskräge und heute in Bronnweiler. Das ist auch ein Ortsteil von Reutlingen. Und die Narren, die wir hinter uns sehen, die möchten wir euch heute vorstellen. Allen voran natürlich auch die Bronnweiler Weiber, denn die waren natürlich in der Faschingssendungen beim SDR oder SWR dann später immer wieder mit dabei. Sie wurden versandt, sozusagen, glaube ich, wenn ich es richtig habe, vom Männerverein. Da haben sie immer die Einladung bekommen darüber. Und leider, wer es mitbekommen hat, eine der Bronnweiler Weiber ist leider vor, glaube ich, 2 Jahren verstorben. Und einen Teil haben wir natürlich noch hier, das ist die Friedel. Und die begrüße ich jetzt hier bei mir. Sie huscht mal geschwind rein ins Bild und sag mal herzlich willkommen. Kommen, grüße dich. Vielen Dank, Frank. Ich freue mich ganz, ganz arg, dass du den Weg zur Außenfläche gefunden hast. Und ich freue mich, dass wir dabei sein dürfen. Und ich hoffe, ihr da husse, dass euch genauso gefällt. Und ihr habt auch trotzdem ein bisschen Spaß, so wie wir es jetzt haben. So ist es, genau. Du hast da hinten ja wunderbar aufbauen lassen. Oder selber aufbauen? Ja. Ja. Selber an deinen Weg. Genau. Weil du gesagt hast, du kommst da nicht weg, wir machen das am schönsten. Sehr gut. Und das hat ja wunderbar geklappt. Wir haben verschiedene Figuren hier im Bronnweiler. Ich muss jetzt noch eins vorausschicken. Es gibt auch heute noch ein Quiz. Ah. Da dürft ihr nämlich gegen Betzingen antreten. Ui. Wir sind ausgestattet worden. Eigentlich hätte jetzt gerne ein Fläschle Bier da. Das kommt aber noch nach. Haben sie mir versprochen, unseren kleinen Sponsor für die ganze Reihe zu den Faschingssendungen Schimpf. Schimpfbier, Schimpfbrauerei. Und wenn ihr im Quiz, jetzt im Wochenquiz vorne liegt, dann habt ihr schon mal die Chance auf ein 20 Liter Fässle für euren Verein. Und zum anderen, wenn ihr gar die ganze Saison die besten Punktzahlen erreicht, dann sogar 50 Liter Fässle haben wir euch zur Verfügung gestellt. Aber oder uns zumindest zur Verlosung. Frank, ich finde das ganz arg nett. Aber weißt du, man kennt das Vorschlag zur Güte. Jetzt mache ich da so viel mit, so viel Betzinger, mir und ich weiß nicht, wer das sonst noch hast. Nach am besten wird es sein, wir laden alle ein und wir trinken es miteinander. Genau, dann machen wir eine riesengroße Sauce. So genau. Ist es, genau. Jetzt kommen wir mal zu eurer Fasnet Zunft, Verein. Ja. Was ist es genau? Verein, Zunft? Wie kann man es bitte? Also gut, es ist ein Verein, aber wir haben natürlich auch richtig organisiert. Wir haben einen Zunftmeister, der mal wirklich mit harter Hand auch durchgeht, dass es Stil echt tragen wird. Und wir haben natürlich auch einen Vorstand. Ja. Und nachher, das kann, darf ich das verraten, weil ich finde, Fasnet lebt vom Gemeinsamen. So ist es. Und ich bitte einfach auch, ich habe mal du gesagt, dass du kommst, dann habe ich gleich so aus dem Zunfti und so aus dem Vorstand gesagt, ach komm doch auch, weil sie karret auch dazu. Natürlich, so ist es. Jetzt darfst du mal sagen, wie lange gibt es denn die Bronnweiler Narrenzunft schon? Also, das wäre doch jetzt nicht schlecht, wenn du da geschwind aus dem Zunfti zu Wort kommst, lässt. Das können wir, ist der auch da? Ja. Stell dir schön vor.
Ja, ich bin der Alexander Haas und ich bin bei der Krummhexe Brunnweiler seit ca. 16 Jahren der Zunftmeister. Und ja, uns gibt es jetzt so, um die Frage gleich zu beantworten, gibt es schon seit 24 Jahren. Okay. Wir haben nächstes Jahr unser 25. Jubiläum und ja, da wollen wir dann auch was auf die Füße stellen. Das soll doch hoffentlich gelingen, dass das wieder alles in normale Bahnen kommt und man dann nächstes Jahr groß feiern würde, könnte. Da würde doch dann dieses 50-Liter-Fassleck schon mal ganz gut zukommen, ja, oder? Genau. Wenn man sich bis dahin dann frisch hält, sozusagen. Ja, genau. Ja, 25 Jahre nächstes Jahr. Was ist das Besondere an der Hexe? Was hat die Figur für eine Bedeutung? Ja, die Hexe in Brunnweiler, also muss vielleicht voranschicken, jede Narrenzunft braucht ja einen geschichtlichen Hintergrund, beziehungsweise jede Figur. Und bei uns ist die Hauptfigur die Lena Krum. Mhm. Die wurde halt, war in Brunnweiler mal Weib eigentlich, sage ich jetzt mal so. Und die wurde die hat hier Schandtaten getrieben, hat einen Gomaringer Bürger am Kreuz gekratzt und so weiter und ist auch dann im Schloss in Gomaringen eingekerkert worden, ist dann auf dem Marktplatz in Reutlingen schlussendlich eigentlich dann verbrannt worden. Das ist so unser geschichtlicher Hintergrund. Wie lange liegt und, die Geschichte so ungefähr? Ich glaube, es war irgendwo um die 1500 oder sowas. Lang vor unserer Zeit. Ja, genau, lang vor unserer Zeit. Das ist so der Hintergrund eben von der Lena Krum. Sie haben mir als Vorbild genommen im Prinzip für unsere Figur von der Krummhexe. Bei uns, die Krummhexe hat eigentlich im Prinzip zwei, die sehen relativ in die Farbe alle gleich aus, aber jeder hat halt andere Plätze drauf. Und die Maske sieht alle anders aus und wir haben halt mit schwarze Haare, wir haben mit weiße Haare. Und 2011 haben wir dann eine weitere Figur dazu bekommen, das war dann der Kuckuck. Wir haben das in unserem Verein so ein bisschen getrennt, also das heißt, die Hexer sind alle über 18 und der Familienpaar, das sind dann mehr die Kuckucks. Okay. Weil wir wollen halt eben, wenn wir Umzüge laufen, da, dass die Hexe umtreiben können, ohne dass sie dann halt auf Kinder im Prinzip Acht geben. Aber uns sind Kinder sehr wichtig und auch Familie. Und dafür haben wir dann eben diese Figur vom Kuckuck gemacht. Wie viele Hexe habt ihr denn so, wenn es dann wirklich nach draußen geht, so die Umzüge? Also es ist sehr unterschiedlich natürlich, wenn wir draußen sind. Also auf dem Papier sind wir so um die 60 Hexe. Mhm. Wir haben aber natürlich viele, einige Studierende, die dann in der Zeit Prüfungszeit haben. Und ich sage mal so 30, 40 Hexen sind wir eigentlich in der Regel immer beim Umzug. Und dann natürlich, man weiß es, gerade bei den ganzen Umzügen wird auch immer gestapelt, sprich Pyramiden werden da gebaut. Was ist da so eure Kunstwerk? Ja, also da sind wir eigentlich, glaube ich, recht bekannt für unsere Pyramide, weil wir machen nicht diese Standardpyramide aufeinander, sondern wir machen eine Art runde Pyramide, die dann über Kreuz geht. Wenn wir richtig viele Leute sind, dann machen wir sogar zwei nebeneinander. Mhm. Das kommt also sehr gut an. Also letztes Jahr haben wir das beim Umzug in Engstingen gestellt und im Schildach. War halt wunderschöne Bilder auch dazu. Das ist unser Markenzeichen fast schon, würde ich sagen. Ich glaube, wenn man genau nochmal nachschaut, auch bei uns in unserem YouTube-Kanal von letztem Jahr vom Umzug in Betzingen sind sie auch in Erscheinung getreten. Genau, da haben wir die Runde auch gemacht. Genau. Sehr gut. Okay, soweit mal da dazu. Jetzt zum Kuckuck. Ich glaube, da kann Friedel dann wieder ein bisschen mehr erzählen. Weil da habe ich sie nämlich gesehen als Kuckuck. Genau. Richtig. Also man muss vielleicht dazu sagen, die Friedel war dann auch so ein Initiator für diese Kuckucksfigur bei uns. Und man muss ihr auch ganz großes Lob mal aussprechen. Sie setzt sich immer für den Narrenverein hier im Ort ein und ist immer Feuer und Flamme, wenn es um neue Aktionen geht oder wenn man was Neues auf die Beine stellen will.
Und das finde ich richtig gut. Prima, super. Herzlichen Dank erstmal. Frank, jetzt freue ich mich, aber wir hätten doch schier zum Fiedeln aus. Jetzt haben wir einen Zunfti und stellen wir mal vor, ich ordne mich da unter, weißt du, also der Zunfti ist Heilige der Fanatenverein. Seit der Lena krumm, die hat Magdalene krumm geheißen und 1565 hat man sie verbrannt. Und der hat natürlich als Zunftmeister gesagt, sie hätte vielleicht so schön Taten getrieben. Ich glaube, das war ein ganz, ganz wiefes Weib. Und das hat halt Männer im Mittelalter nicht so vertragen können. Und sie war auch sicher gescheit und hat sich in die Gräder unheimlich ausgelegt. Aber klar, wie ist, nicht alles hilft. Und dann hat sie halt das Gromring wohl ein Mann behandelt und der ist noch gestorben. Und dann hat sie als Hex verbrannt. Tragisch. Zu den Kuckuck, also da muss ich einfach sagen, mich hat es halt fasziniert, dass vorweilen 1997 einfach der Verein für die Krummhexen gegründet worden ist und ich hatte eigentlich Äbel dazu wollen. Aber guck mir an, ich bin halt auch meine Krautherbst, ich bin auch einfach ein bisschen älter und dann habe ich gedacht, die junge Bube, die wollen mich alte natürlich nie. Aber unter der Maske laufen und so, das hat mich schon, die laufen, das hat mich eben schon fasziniert. Und dann habe ich gedacht, das muss doch möglich sein, dass wir in einem Verein auch noch so für so alte Weble wie mich eben sind und für die Kinder. Und der Kuckuck ist Wappen für aus in der Gemeinde und da ist für mich eigentlich ganz klar gewesen, dass mir der Kuckuck macht. Mhm. Und da haben sie mir, jetzt muss ich wieder das Lob zurückgeben, an der Zunfti und auch an der Vorstand, sie haben eben gleich gesagt, ja, dann mach's, und es ist doch recht. Und da haben wir halt einfach mal Letzle geschnitten und mal einfach ein bisschen Zähne genäht und dann hat man auch eine Maske, das ist auch so eine Kuckuckmaske, eine Holzmaske, das gehört für mich dazu. Also das Brauchtum gehört für mich sowieso zu. Mhm. Und wie es der Zunfti gesagt hat, also die Figuren müssen einfach eine Historie haben. Mhm. Weil einfach bloß etwas machen, dass man das gemacht hat. Also das Fasnetzbrauchtum, das ist für mich ganz wichtig. Mhm. Und so ist das entstanden. Und 2011 sind wir noch so ein paar Weibler gewesen, nämlich so ganz jung. Und jetzt haben wir sogar ein paar Kinder, das sind mit dem Häs. Ja, weil in der Natur geht es braune und graue. Mhm. Und das ist doch schön. Natürlich. Und die junge Kerle, Hexe, Land aus ohne Kummer. Sehr gut. Und ihr vertraget sie auch? Mir vertrage ich. Ganz sehr gut. Gewiss. Sehr gut. Komm, sagen, Fasnet ist sowieso eine Gemeinschaft. Mhm. Fasnet lebt man in der Gemeinschaft, im Zähmen feiern, im Zähmen miteinander auf Umziehgau und im Zähmen nacheinander gucken. Mhm. Also, wenn man so über Fasnet nachdenkt, wie das halt manchmal auch vorkommt. Nein, das stimmt nicht. Fasnet ist im Brauchtum eine Gemeinschaftssache. Genau. Und das finde ich wunderbar. So ist es, richtig. Ganz klar. So, dann, ich habe vorhin den Männerverein Reutlingen erwähnt. Der war immer im Zusammenhang, wenn ihr zumindest bei der Fernsehsitzung dabei wart, ist immer das in Verbindung gekommen. Was hat es da damit auf sich, die Bronnweiler Weiber und der Männerverein? Also das ist ganz einfach. Wir haben ja eigentlich auch, wir Bronnweiler Weiber, mein Mary und ich, so angefangen im Kleider Theater spielen. Und dann sind wir eingeladen worden vom Männerverein, da haben wir gespielt in einer Brunnenfestsitzung. Und das Jahr drauf haben wir den Orden für Frohsinn und Geselligkeit gekriegt. Und dann haben sie uns gefragt, ob wir jetzt bei der Fernsehsendung im SWR mitmachen. Aber da sind sie natürlich auch, was ich verstand, eng, da müssen alle im Landesverband sein, im LWK. Aber der Kuckuck, Bronnweiler und Krummhexe, die sind nicht im LWK. Und dann hat sich das ein bisschen besser und dass man da wirklich recht dabei ist, sind wir in Männerfrei eintreten und in der Fasnet, aber nur wirklich in der Fasnet, sind wir noch beim Männerfrei dort auftreten. Und das ist in Ordnung. Das war so richtig. Ja. Und richtig habe ich es glaube ich gesagt, vor 2 Jahren, 3 Jahren jetzt mittlerweile, ist leider Mary verstorben und dieses Duo, die Bronnweiler Weiber, sind leider so. Gibt es so nicht mehr. Also man weiß ja, dass du kommst, habe ich ja die Häser so zusammen gesucht. Und die haben auch hinter dir, das tut schon weh. Das tut schon weh. Weil es war einfach auch, es war eine schöne Zeit. Richtig. Und ihr habt euch auch wirklich immer gut ergänzt, auch mit eurem Programm, mit den Sprüchen und so weiter. Ja. Sie war richtig so ein bisschen die Taube, kann man sagen. Gell? Ja. Und Es ist quasi und das finde ich auch schön. Richtig. Wir haben nichts geplant, nichts organisiert, es ist quasi.
Ganz genau. Ja. Wie lange hat er das jetzt gemacht denn? Also, Frau Weiler-Weiber hat es bestimmt, ich habe auch geguckt, wenn ich wusste, du kommst, ich habe wirklich nachgeguckt. Hm. So genau weiß ich es gar nicht. Aber wir sind bestimmt 38 Jahre miteinander fortgewesen. Wahnsinn. Wahnsinn. Mhm. Mal Meilen, mal weniger. Mhm. Und schön ist, wir haben alles dürfen. Wir haben nichts organisiert gehabt. Und es ist so gelaufen, wie es gewesen ist. Waren ihr dann mehr in der Faschingszeit hauptsächlich unterwegs oder auch drüber hinaus? Weil ich weiß, ich glaube, du machst da auch drüber hinaus hin und wieder mal Programm bei irgendwelchen bunten Nachmittagen und ja, so weiter. Also es ist am Anfang schauen noch über Fasnet. Mhm. Das war so ein bisschen der Einstieg. Aber wir haben noch, ja, man entwickelt sich weiter. Und wir haben noch über das Jahr, kannst du ja das Programm, oder wir haben es jetzt auch, haben wir das Programm entgenommen, sondern da haben wir noch ein anderes Programm aufgebaut. Mhm. Aber auch durchaus ein bisschen kritisch oder auch so wie wir Schwaben sein. Mhm. Und vor allen Dingen, was auch ganz arg wichtig war, wir haben nie den Dialekt vom Wiesatztal. Und für mich gehört das Wiesatztal Genninger, Proweile, Gomring. Und der Dialekt haben wir nie verraubt. Mhm. Und der SWR hat auch ganz klar gesagt, wenn wir weiterkommen wollen, auch bei Ihnen, nicht bloß auf Fasnet, dann müsste mir das Stubiger-Schwäbisch auch nicht mehr. Und da dagegen haben wir uns entschieden. Das haben wir gar nicht gelaufen. Also der Dialekt vom Wiesatztal haben wir alleweil geschwätzt und schwätzen wir auch heute noch. Genau. So ist recht. Mhm. Jetzt weiß ich, ein kleines Programm gibt es trotzdem immer wieder noch. Du bist immer noch auf der Bühne. Ein bisschen, ja. Ja, freut mich auch, so ein bisschen. Und hast speziell für unsere Zuschauer hier noch was vorbereitet? Also, zur Fasnet kann einfach auch singen. Mhm. Und das ist so schade. Und jetzt sind wir da ein bisschen eingegangen und so. Und ich habe jetzt noch, bis heute Morgen habe ich noch ein bisschen da rumgeschrieben. Jetzt werde ich einfach sagen, damit so hin. Und wenn ihr, die Melodie ist ganz einfach. Wenn ihr jetzt davor sitzt, Mensch, noch rum, seht einfach mit. Und ihr könnt einfach gleich auch mitsingen. So wie es ist, so ist. Also, das Liedli geht ganz einfach, singet mit. Im Stillen muss ich feiern, ich darf nicht raus. A Virus auf der ganzen Welt und fasst nicht euch fällt aus. Ich trage zwar mit Fassung, doch mein Trauer ist graus. Drum singt ich das Liedli per Video raus. Und jeder, der mich sieht und mein Liedli heilt, den bitte ich von Herzen, sing doch mit, das wäre frei. Und jetzt mir alle. Ja, super! Mein Häs bleibt im Kasten und meine Maske auch. Ich darf kein Fasnet mit meinem Manner hau. Keine Kucke, Haare spielen und miteinander singt man et. Ach, wenn's doch der Scheiß Corona et gäb. La 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 la. Man weiß nicht mehr, was man darf und was auch it. Alltag ist anders, da wurscht doch ein Depp. Da heim soll lieb bleiben, bloß zum Einkaufen gau. Und noch geht's Leute, ihr kennet bloß Sorg ums Klopapier hau. La 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 la. Ich kann viel nicht verstanden, vielleicht kennt ihr, dass man Klopapier hamstritt, mehr als Bier. Doch was mir am allermeisten trifft, dass man nicht mehr zusammen beieinander ist. La 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 la. La 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 la. Mit der Buschewindel so laufet mir rum und Abstand müß mir halten, mir wisse ja warum. Ja, der Verstand seit muss halt so sein, doch in meinem Herzen drinne, da ist mir's lieber nein. La 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 la. Jetzt hat man Aschermittwoch vor dem Häs abstauben. Doch in nicht hoffe ich, es wird nächstes Jahr wieder laufen, dass wir die Fasnet wieder feiern können, Land auf Land. Mit Nari, Naro und Hopsasa. La 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 la. Also ich habe euch zwar nicht gehört, ab, ich glaube, ihr habt ganz gut mitgesungen.
Ich liebe Friedel, das war sehr schön. Ganz tolle Sache und vor allen Dingen treffend und passend zur aktuellen Situation. Das ist auch schon der Fast. Jetzt muss doch nicht alles perfekt sein. So ist es. Das ist doch, das tut doch gut, wenn einmal etwas daneben ausgeht. Man feiert trotzdem miteinander und niemand nimmt zum Kommen. Der Vorstand hat gerade gesagt, der ist auch noch da. Und da hat es gerade vorher so geschellt. Ist das der gewesen, was da lang gemacht hat? Ich glaube schon, ja. Friedl, jetzt haben wir auch deinen Vorstand da. Mhm. Das ist doch. Und Markus Fetzer, ich bin der zweite Vorstand von den Krummhexen Bronnweiler. Ja, und als Friedrich gesagt hat, dass du kommst und dass wir etwas über unser Fastet hier im Flecken erzählen dürfen, dann habe ich natürlich gleich gesagt, da komme ich mir alle gern und unterstütze, soweit wir es kennen. Genau, sehr schön, das freut mich umso mehr. Jetzt habe ich natürlich auch ein kleines Quiz vorbereitet und ihr wisst ja, es geht um ein Fäßle Bier, 20 Liter oder gar 50 Liter Fäßle. Also jetzt müsst ihr auf alle Fälle von den Punkten her besser werden, wie die Betzinger. Aber ja. Und wenn wir nicht besser sein, dann kann man zu den Betzinger und trinken. Genau. Ich habe mir da schon ein paar Fragen vorbereitet. Und zwar geht es erst einmal los. Ich glaube, in der letzten Woche, die erste Folge, schon ein bisschen mitverfolgt. Also, ich habe es zumindest auch probiert. Ja. Das ist von den Wurmlingern. Dann durfte die erste Frage, die mir mal 5 Punkte gegeben wird, bestimmt leicht sein. Ehrlich? Ja. Wie viele Figuren gibt es bei der Wurmlinger Narrenzunft? Jammers. Also ich würde sagen, soweit ich weiß, sind es 4. Aha, und dann würde ich sagen, widersprich ich jetzt. Im Vorstand-Moment widersprich. Und damit liegen wir schon mal richtig. Genau. Okay. Dann haben wir schon mal die ersten 5 Punkte gesichert. Genau. Der nächste gibt dann 10 Punkte. Hui. Und da geht es jetzt ein bisschen auf übertragenen Wunderkinnen. Mhm. Und da ist die Frage dazu, in was springen die Narren in Munderkingen? In der Marktplatzbrunne, ich habe drei Antworten davor, entweder in die Donau oder in einen mit Stroh und Fäder gefüllten Korb. Also es gibt ja bei der, ich glaube, wenn die Jungnarre taufet, dann müsste die in der Marktbrunne reinspringen und auf der anderen Seite wieder raus. Und ich glaube, das ist der Marktbrunne. Einmal in der, einmal gesehen. Das finde ich gut. Wenn du das weißt, dann bin ich so zufrieden. Wenn es das auch ist, ja. Gut, nee, damit liegen wir schon richtig. Ja, super. 10 und 5, das sind 15 Punkte. Genau. So, jetzt bleibt man dran. Siehst du, wir sind doch ein gutes Team. Gutes Team. Jetzt bleibt man gerade auch nochmal zur Ober in der Richtung Bad Schussenried. Aha, ja. Der Narrenhof von Bad Schussenried. Wie geht der? Entweder auch wieder 3 Vorgaben. Schuri, Schura, Schurum. Oder Schnarr, Gagges, Heidenei oder Montfortier, du. Schuri, Schura, Schurum. Genau, korrekt. Super. Ja, hört sich gut an. Genau, wir haben gesagt 10, 15 und jetzt nochmal 15 dazu, dann sind wir schon bei 30. Jetzt wird es natürlich ein kleines bisschen schwieriger vielleicht. Bei den Schussriedern, da sind wir mal quer, die sind auch super drauf. Ja. Trubekrise-Rätscher, die kommen aus Sipplingen, Faschingsgesellschaft Sipplingen am Bodensee. Mhm. 1907 sind die gegründet worden. Und die haben zwei beeindruckende, also die eine Figur hat zwei beeindruckende rote Hörner. Jetzt, womit sind die verziert? Entweder mit Manöverkopf, Traubenkerne, oder mit Traubenreben, so, genau, oder mit Schneckenreser. Die heißen Trube, Grieser, Grieser, Rätscher. Also, Markus, du darfst sagen, aber ich darf sagen Schneckenreser. Ich glaube, das passt auch. Da ganz gut dazu, wenn ich das irgendwie so auf dem Boden sehe. Ja, die Aussage Schneckenhäuser. Richtig, dann haben wir 20 Punkte. Ja? Sind wir schon bei 15. Sag mal, das Fessle. Also wir laden euch natürlich dann auch ein. Das finde ich auch. Das und jetzt kommen wir zur letzten Frage. Wie viele haben wir Punkte vergeben? Moment, 10? 15? Das war jetzt 30? Die Frage. Moment. Ganz einfach, mir ist bis jetzt alles gewusst. Das stimmt. Du musst das jetzt nochmal rechnen, weil normalerweise hat man als Quizmaster immer noch einen Assistenten zu rechnen. Oh, ja, Mensch. Die fehlt mir. Das stimmt. Du, das kann ich leider nicht machen, da bin ich nicht so geeignet. Rechnerin. Genau. Also,
Dann das letzte noch, das geht auch nochmal da unter anderem, Bodensee Lickringen heißt, wenn ich das richtig jetzt nochmal habe, bei Radolf Zell. Lickringen. Was wollten die Mondfinger aus Lickringen bei der Radolf Zell der Legende nach fangen? Mofanger heißen die. Entweder ein Mann, eine Kuh oder der Mond. Ich stelle jetzt einfach den Mond. Also, wenn sie schon Mondfinger häuset, ja. Dann würde ich sagen, ich stehe links, schon auf dem Mond. Genau. Dann haben wir somit alle Fragen richtig beantwortet. Oh, das wird schwierig dann von meiner Seite. Ich muss da nächstes Mal wirklich sehen. Ich soll zulegen. Ja. Aber sie war halt ausspruchsvoll. Also, man hat schon geschönt Hirn. Also. So, und damit sage ich jetzt mal, ich weiß jetzt nicht, wer gewonnen hat. Vielleicht liegt Witzinger auch falsch. Das wird man alles noch am Ende erfahren. Auf alle Fälle den Zuschauern immer wieder gut aufpassen und auch den anderen Vereinen, die jetzt nachher noch in den nächsten Wochen dazukommen, weil die nächsten Fragen sind bestimmt, haben auch was mit hier mit Fronweiler zu tun und auch mit Betzingen entsprechend. Gut. Ja, genau. Gut. Was wäre jetzt noch eigentlich dieses Jahr angestanden, Bernhard? Ich weiß nicht, ob ihr groß geplant habt. Also bei uns wäre unser normales Fest, unser Hexedisco. Und unseren Brauchtumsabend, also unser Brauchtumsabend dort anstanden und in der Provedermer Halle mit einem großen Zelt. Das können wir leider nicht machen. Dann unser Häsabstauben natürlich und der schmutzige Dostich, wo sich bei uns hier in Brunnweiler wirklich in den letzten Jahren super etabliert hat. Auch dank unserer Friedel und auch natürlich der Brunnweiler. Das finden wir arg schade. Aber ich glaube, wir werden unsere Kräfte sammeln fürs nächste Jahr und auf unser Jubiläum und werden dann doppelt so viel feiern und festen und freut uns wirklich auch schon ganz arg drauf, dass wir das machen können. Genau, und hoffet, dass wir bis dort noch alle gesund bleiben und noch viele gute Ideen hin und dass alles auch weiterhin so gut läuft, wie wir es in den letzten 24 Jahren auch gehabt haben. Bitte, also was ganz arg schön ist, also wir Provaille ist ja so, auf ist Genning und un ist Gomring. Und wir Provaille, wir sind die Gleiste und haben so einen regen Nerverei. Und was ganz arg schön ist, der erste Vorstand, der ist von Genning, der Zunfti ist von Gomring und wir sind die von Provaille, der Verei. Und das funktioniert. Und eigentlich ist mir eine Krummhexe, ich finde das faszinierend. Überall hauget es manchmal und eckt es. Und ich sage alleweil, ich kann es gar nicht verstauen. Der Verein ist von Provaille, der Vorstand von Genning, der Zunfti von Gomring. Ja, was will ich mir meinen? Genau. Ja. Jetzt müssen wir bloß nochmal zur Sonja nochmal kurz zwei Sachen erwähnen. Wo ist sie zu finden? Wo kann man sie erleben? Was hat sie mit der Fasnacht zu tun? Also, Sonja macht alleweil, seit die Idee gekommen, macht die Gedichte. Und immer wieder sage ich auch, Mensch, Sonja, hast du nichts jetzt gerade über Corona und dann setzen wir das Blättchen oder auch seht man jetzt der schmutzige Durstich. Das ist, wie der Markus gesagt hat, das ist so schön, da kommen auch die älteren Leute. Und das kann dazu zu fassen, nicht alt und jung. Und da haben wir morgen jetzt einen Rathaussturm und da sind Hexen da und da kommen meine alten Leute und da haben wir Musik da. Und dann habe ich auch gesagt, Mensch Sonja, mach doch auch ein Gedicht, weil das gehört auch dazu. Mhm. Fasnet ist ja eigentlich entstanden, auch im Mittelalter, dass man sich einmal den Kopf leert. Mhm. Und die Häser sind ja auch entstanden, weil da haben sie ja das normale Fußvolk, hat ja der Obrigkeit einmal im Jahr sagen dürfen, wir haben Hunger, was nicht passt. Mhm. Und so ist ja eigentlich Fasnet entstanden. Mhm. Und da haben sie Hoses Gesicht auch, haben Dünner reisig und so sind ja auch ihre Lauf entstanden. Mhm. Und zu Sonja sage ich alle, Mensch Sonja, schreib, was in Flecken so gut gelaufen ist. Und das macht sie. Mhm. Und jetzt, wenn ich gewusst habe, du kommst, habe ich gesagt, Sonja, was hast du für ein Gedicht? Und da hat sie das Gedicht gemacht. Mhm. Super. Also, man sieht hier in Brunnweiler, ist Fasnet ganz groß geschrieben und der Brauchtum vor allen Dingen und so soll es auch noch die nächste 25 Jahre sein. Und dann kann man auch bald 50 Stück feiern. Also wenn wir alle so geschickt beieinander sein, dann komme ich. Sehr gut. Also ich sage herzlichen Dank, dass ich bei euch Gast sein durfte und den Zuschauern natürlich auch eine glückselige Fasnet noch, auch wenn es nicht so stattfindet. Gell? Anders aber, wie normal oder wie gewohnt. Ja. Genau. Und dann, wie gesagt, dann auf nächstes Jahr. Genau. Das ist ein ganz schöner Satz. Eine glückselige Fasnet.